Ist es Zeit für eine neue Velokette? Ich zeige Ihnen, wie es funktioniert. Für den Wechsel von Ihrer eigenen Velokette braucht sich eine ganze Velowerkstatt. Da langen Kettenlieter, Kettenleer und natürlich das Wichtigste, Ihre neue Velokette. Ihr Velo ist vielleicht nicht mehr ganz neu. Sie haben schon den einen oder anderen Kilometer damit gefahren. Es macht beim Schalten komische Knackgeräusche oder es überspringt teilweise sogar Velorätsel oder Gänge, wenn Sie nicht mehr schalten. Dann ist es möglicherweise Zeit für eine neue Velokette. Einige wechseln Ihre Velokette bereits zwischen 1.500 bis 2.000 Kilometer. Einerseits zum Kettenblätter schützen, aber auch Kassetten sowie die Schaltrollen. Aber einen fixen Zeitpunkt zum Velokette wechseln ist schwierig zu sagen. Das heisst, es ist abhängig davon, wie fahren Sie Velo, was machen Sie für Radtouren, fahren Sie durch Regen, Asphalt oder auch Sand und natürlich, wie wird Ihre Velokette gepflegt. Ob der Zeitpunkt für einen Velokettenwechsel gekommen ist, können Sie mit Hilfe der Kettenlehre prüfen. Bei dieser Kettenlehre, jetzt, die ich jetzt im Beispiel verwende, gibt es die Möglichkeit, einerseits rechte Seite zu messen mit plus 0,075 mm oder zur linken Seite mit plus 0,1 mm. Ich würde Ihnen empfehlen, mit der Seite 0,075 mm zu messen. Sollte die Kettenlehre bei 0,075 mm bereits zurückgehen, so wie in diesem Beispiel, dann wird Ihnen Kettenwechsel bereits schon empfohlen. In unserem Fall haben wir 8-fach Kette, die optimal zu der 8-fach-Kassette passen tut. Aber zuerst wollen wir die Kette mit der Kette nicht öffnen. Ganz wichtig ist, dass man vor dem Kettenwechsel vorne und hinten auf dem kleinsten Ritzel ist. Jetzt zentrieren wir den Kettennieter sauber. Drehen, bis auf der Rückseite der kleine Bolzen rausgeht. Wir drehen wieder retour und die Kette ist offen. Am einfachsten bringen Sie die Velokette eigentlich wieder auf die gleiche Länge, weil Sie die alte Kette vor sich ausbreiten, die neue Kette auspacken. Ganz wichtig ist, Sie auf beiden Seiten das vollständige Kettenglied haben. Und dann legen wir die nebenzu an und können so eigentlich die Länge ausmessen und dann auch wiederum mit dem Kettennieter die richtige Länge einstellen. Beim Einsetzen der Kette beachten wir, dass wir zuerst vorne auf einem kleinen Ritzel anfangen und dann eigentlich hinten auch wieder aufs kleinste Ritzel fahren und das Ganze wie ein S einfädeln. Ganz wichtig ist, man soll schauen, gewisse Ketten haben eine Richtung, Shimano beispielsweise Beschriftung immer vom Velo weg. Für das Verschliessen der Velokette von diesen beiden Enden empfehlen wir Ihnen ein sogenanntes Kettenschloss. Das Kettenschloss ist in der Anwendung sehr einfach und für den Normalbetrieb völlig ausreichend. Als erstes führen wir die beiden Kettenschlösser zusammenführen, schauen, dass der Stift hin und vorne sauber sitzt, ziehen ein bisschen daran, dass wir ein bisschen Druck drauf geben und dann im Nachgang mit der Kettenzange das Ganze noch richtig auseinanderziehen. So, die Velokette sitzt wieder. Vergessen Sie die Velopflege nicht. Mehr Informationen dazu finden Sie im Beschreibung auch auf unserem Blog. Verlinkt im Beschreibung von diesem Video. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.